Ja, hallo Leute, Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video will ich euch zeigen, wie ihr dieses Wüstenhaus, was es hinter mir befindet, bauen könnt. Wir werden das einmal ganz oldschool, Block für Block, nachbasteln. Ihr seht, das Ganze hat ein komplett viereckiges, also nicht nur viereckig, sondern auch quadratisches Aussehen, prinzipiell vom Grundriss her. Ja, wir sind hier auch bei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 Blöcken, genau. Dadurch hat es keine Mitte, ja, also beziehungsweise dafür hat es eine Mitte, wollte ich sagen. Wir haben genau einen Markierblock. Ja, Sand war jetzt sehr klug, roten Sand hier. Hier ist die Mitte, ja, von dem ganzen Ding. Und genau, so funktioniert es schon mal. Das heißt, ihr braucht eine Fläche, die gar nicht mal 13, sondern sogar nur 11. Ja, innen drin 11 auf 11 eine Fläche braucht ihr. Und da könnt ihr dann euer Gebäude bauen, ja. Ihr seht, auch obwohl es einen quadratischen Aufbau hat, sieht es aber nicht so ganz danach aus, weil wir mit mehreren Ebenen arbeiten. Wir haben eine Erdgeschossebene, die ist hier unten, die, ja. Dann haben wir eine Obergeschossebene nochmal. Das heißt, wir haben hier nochmal so einen kleinen Balkon mit einem Raum hier oben drin nochmal. Und wir haben natürlich nochmal eine Treppe, die rumgeht, die wo dann hier oben nochmal so ein Balkon oder Terrasse im Aufbau ist und hier oben nochmal einen kleinen Raum. Ja, das ist so alles so ein bisschen sehr Klischee, aber auch so ein bisschen so klassisch Wüstengebäude. Und wir wollen nicht lange labern. Ich zeige euch einfach, was ihr tun müsst. Ich habe ja vorne schon mal ein paar Blöcke rausgesucht. Das sind so die grundlegenden Dinge, die wir brauchen. Wir brauchen natürlich noch ein paar Eichenholzknöpfe und ein paar Eichenholzzäune. Theoretisch gesehen würden aber auch im Zweifelsfall noch andere Holzsorten gehen. Empfehlen kann sich ist natürlich auch Fichtenholz gegebenenfalls, Tropenholz, Birkenholz würde ich euch nicht empfehlen, weil es mit der Farbe sehr verschmilzt. Und ansonsten vielleicht noch Akazienholz wird vielleicht noch gehen, ja. Muss man schauen. Genau. So, dann, was ihr zuerst machen könnt, ist, ihr könnt schon mal die ganzen Säulen, die hier sind, also ich habe mir hier Punkte markiert, also wir fangen quasi hier in irgendeiner Ecke an und ziehen die Säulen schon mal drei Blöcke hoch. Das machen wir mit diesem geschnittenen Sandstein, der hier diese Textur hat. Das heißt, wir ziehen hier drei Blöcke hoch, hier drei Blöcke hoch, hier an der Ecke nur zwei, ja, hier auch drei, auch drei, auch drei und auch drei, ja, an jede Ecke. Und, wir haben hier jeweils drei Blöcke Abstand dazwischen, hier jeweils fünf Blöcke Abstand dazwischen. Das heißt, von hier aus zählen auf den sechsten, fünf in der Mitte drei bleiben. Ja, also drei, 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 fünf, hier wieder drei, hier wieder fünf, hier wieder fünf, hier dann eins, drei, nochmal drei und hier jeweils ein. Ja, das sollte dann einfach so aussehen. Ja. Gut, ihr seht ja auch hier mit den Dingern könnt ihr ganz gut die Abstände zählen, deshalb ist es ja da. Genau. So, was wir jetzt machen ist, wir machen eins nach dem bauen eins am anderen. Wir haben verschiedene Elemente. Wir wollen zuerst mal diesen kleinen Anbau hier bauen und dafür schnappen wir uns verschiedene Materialien. Wir brauchen, also wir bauen jetzt quasi diese Fassaden hier jeweils rein. Wir brauchen ja auch gar nicht so viel Blöcke, aber wir schnappen uns schon mal ein bisschen was, denn wir wollen jetzt hier erstmal die Fensterlücken schon mal einbauen. Hier ihr könntet theoretisch gesehen beim Bau eures Gebäudes, könntet ihr auch diese Lücken hier freilassen, wenn ihr die irgendwie im Survival für irgendwas nutzen wollt und jetzt sagt, boah, ich will hier irgendwie Kisten reinstellen, ansonsten baut ihr es einfach zu, ja. Hier, das bauen wir auch mal so komplett zu. Das kann sein, dass wir später ein bisschen umbauen müssen wegen der Treppe. Ja, ihr seht, da kommt noch ein bisschen was drin. Aber zu bauen ist es mal einfacher, wenn ihr es zu habt. Und können eigentlich auch schon mal hier das alles ein bisschen zuziehen, so und dem alles hinter den Säulen natürlich, ja. Dass man das schon mal so geschlossen hat. Und da kommen natürlich auch noch Lücken für die Fenster rein. Und zwar einmal hier und da. Und einmal da und da. Da kommen Lücken rein. Wir haben hier das Seitenfenster, ne? Ne, wo haben wir denn hier die Fenster? Hier sind welche drin, ne? Ja. Ich glaube, ich habe sie hier vergessen, oder? Ich habe sie hier vergessen einzubauen. Hier müssen wir noch Fenster rein. Im Original quasi vergessen. Da kommen noch Fenster rein. Jo, schon besser. Könnt natürlich auch weglassen. Das gilt dann für alle. Zeige ich aber auch. Eigentlich lasst einfach die Lücken dazu. Wenn ihr Fenster nicht haben wollt, weil ihr irgendwie innen drin was hinstellen wollt, lasst ihr es halt zu. Oh mein Gott. Genau. So, wenn wir das schon mal haben, wollen wir uns jetzt trotzdem um diesen linken Teil hier kümmern. Ihr müsst euch quasi hier eine Gedankenlinie ziehen. Ja, hier ist jetzt eine Linie, theoretisch gesehen. Und wir bauen jetzt erstmal nur diesen Teil. Ja. Dafür machen wir Folgendes. Ihr könnt schon mal überall, wo die Fenster sind, ja, über diese Fenster könnt ihr hier so einen Streifen ziehen. Von diesem glatten Sandstein einfach einmal einen Streifen drüber ziehen. Außer hier natürlich nicht, hier auch nicht. Und das sind eigentlich nur die drei Seiten. Sehr, sehr easy. Dann können wir unten jeweils so hier links und rechts so Sandsteintreppen reinbauen. Und in der Mitte eine glatte Sandsteintreppe. Das soll dann so sein, ja. Und was wir jetzt noch brauchen ist, wir brauchen diesen gemeißelten Stein.
und wir brauchen den Eichenholzknopf oder den Knopf eurer Wahl, besser gesagt. Den können wir eigentlich auch schon mal überall einmal hier hin platzieren, wo wir ihn, also auf jeder Säule können wir den quasi schon einmal bauen. Und dann machen wir hier links und rechts jeweils so eine Sandsteintreppe ran. Hier auch und da auch und hier auch. Und als nächstes machen wir folgendes. Wir brauchen jetzt die Sandstein-Walls, die kommen jetzt da rein. Und dann können wir mal diesen glatten Sandstein hier nochmal einen Block höher ziehen auf der Ebene. Und ziehen den mal als, das ist jetzt quasi auch sowohl Decke als auch Bodenebene natürlich. Ja, den könnten wir auch schon mal hier komplett durchziehen, dass wir den überall hier einmal haben. Das heißt, wir bauen den einfach einmal hier oben drauf. So. Ah, kommt noch das auch noch zu hier. Zack. So, das haben wir. Und als nächstes brauchen wir hier oben nochmal ein Stück Säule. Und zwar da und da und hier in der Mitte auch. Überall, also jetzt immer im einen Block Abstand, hier überall eine Säule drauf. Hier kommt gleich noch die Treppe noch hin. Und dann setzen wir dazwischen einfach, was habe ich da drüben gemacht? Ach, ich habe einfach, genau, ja, wir haben einfach hier so glattes Anständige angezogen. Könntet auch, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Man könnte jetzt auch sagen, wollt vielleicht irgendwie das so ein bisschen offener haben. Das macht, könnt ihr jetzt auch gerne so bauen. Können wir auch gerade einfach mal machen. Tut dem Gebäude jetzt keinen Schaden. Müssen wir später bei der Treppe hinten dann was um, aber das ist nicht so dramatisch, ja. So, dann können wir hier einfach noch so ein paar Dings draufstellen. Und dann würde das so aussehen. Mit der Treppe hat es natürlich den Vorteil, dass es ein bisschen eine schönere, ja, es ist nicht so alles auf einer Ebene. Ja, es ist, ja, ich finde es so schön, aber das ist, wie gesagt, könnt da viel variieren. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt natürlich hier schon mal die Fenster reinbauen, die wir hier mit, ihr könnt natürlich auch richtige Glasscheiben nehmen, wenn es euch beliebt, aber sieht halt hier ein bisschen besser aus mit den Knöpfen und mit den Zäunen sieht es halt auch dann besser aus. Irgendwie. Dann, diese Knöpfe sind auch so ein bisschen Klischee-Knöpfe, ist aber nicht dramatisch. Was wir jetzt machen ist, wir bauen hier mit glattem Sandstein, bauen wir hier nach oben. Ja, so zweimal solche entgegengesetzten Dinge. Und dann kommt hier oben nochmal glatter Sandstein drauf und oben nochmal eine glatte Sandsteintreppe. Ja? Die Säulen hier können wir auch schon ein bisschen höher ziehen. Die machen wir auch wieder drei Blöcke hoch. Ja? Jeweils hier und hier. Dann die hier kommt auch noch zwei Blöcke hoch. Ja, das ist dann hier mit aufgedockt. Hier kommen dann wieder drei. Da auch drei. Hier auch drei. Ja? Und dann kann man auf diesen dritten Block eigentlich schon, könnt ihr hier oben schon hier diese glatten Sandsteindinger wieder draufsetzen. Also diese, nee, gemeißelt heißen die, ne? Genau, die gemeißelten. Jo. Hier stimmt doch gerade was nicht. Ach nee, doch nicht. Alles gut. Nee, die Säule hier ist blöd. Die habe ich falsch gebaut. Die bleibt so, wie sie ist. Die bleibt da, wo sie ist, denn hier kommt eine Säule hin. So, gerade gedacht, das stimmt nicht. War auch so. Denn hier kommt eine Säule hoch. Da zieht ihr eine Säule hoch. Ja. Da muss eine hin. Dass wir nämlich hier einen Teil kriegen, ihr seht jetzt zumindest schon ganz gut, wir haben quasi hier einen Teil, das wird der andere Teil und dieses Modul hier mit diesen Fünfern-Elementen, das wird dann der ja, diese, ja, das mit dem Dächlein drauf, ne, ganz logisch. Genau, jetzt kommen wir mal zur Treppe, denn die Treppe wird einfach hier vorne angesetzt und die geht dann hier zwei Blöcke hoch. Dann brauchen wir mal einen normalen Sandstein, wo haben wir denn den normalen Sandstein? Glaube ich mal einfach mal hier vorne, deswegen habe ich mir so eine Blockpalette hier extra hingebaut und dann geht das hier so schräg nach hoch. Werden wir hier dann auch einbauen. Also so müsste es schon dann irgendwie gebaut sein. Ja. Und was ihr dann machen könnt, ist, wir bauen hier so ein bisschen mit glattem Sandstein einfach mal sowas dahin. Ja. Und gehen dann hier auch einfach so um die Ecke rum. Ja. Kann man jetzt noch ein bisschen sagen, man macht jetzt hier noch ein bisschen normalen Sandstein hin, wie man will. Und dann nehmen wir einfach von den Walls und setzen die dann so da dran. Ja. Dass es hier so ein, ja, eine Treppe halt gibt. Die Treppe hier vorne müssen wir natürlich auch noch machen. Da kommt dann ab hier eine Treppe rein, die wir dann hier was hochziehen, ja, bis es dann so ist. Hier kommt natürlich dann auch noch ein Block rein, hier kommt auch noch eine Treppe hin, hier so. Und hier unten drunter machen wir es folgendermaßen, das können weg. Und dann nehmen wir uns den normalen Sandstein wieder und packen den hier so rein, das hier oben kann auch noch weg. Und dann kommt hier eine Tropenholztür rein. Ja, ihr könnt natürlich auch jede andere Tür nehmen, auch da wieder Variation ist da gerne gesehen. Für die Tropenholztür passt halt. Und dann werden noch die restlichen Flächen hier mit solchen Säulen ausgefüllt. Und hier muss auch noch eine kleine Wall hin. So, soweit so gut. Das steht schon mal. Jetzt gehen wir hier mal weiter und ziehen jetzt erst einmal hier die Wände so hoch, dass wir die das Grundgerüst haben. Und allem, ja, könnt ihr es ruhig so ein bisschen hochziehen. Machen wir auch mal so. Einfach alles einmal hier so rundherum zimmern. Zack. Oh nein, hier ist zu viel natürlich. Nicht alles ausfüllen, ja, sonst habt ihr keinen Innenraum mehr. Das ist doof, muss ich gestehen. Das ist immer doof. So. Jetzt machen wir das mal bis hier hinzu. So. Und dann können hier natürlich auf der Ebene auch wieder hier und hier Fenster rein. Und da drüben natürlich auch. So. Und das hier kann auch noch ein Stück weiter gebaut werden. Dann brauchen wir hier mal zwei glatte Treppen und hier eine Treppe. So, dann ist die Wand hier schon mal das Teil mehr oder weniger fertig. Und dann können wir uns dann gleich
Bauen wir jetzt erstmal quasi die ganzen Säulen hier fertig. Ja? Das heißt, hier kommen jetzt auch nochmal zwei Säulen drauf. Wo haben wir denn? Da, der geschnittene. Hieß der nicht früher glatt? Das war früher, glaube ich, der glatte, ne? Und dann können wir Folgendes machen. Wir nehmen uns jetzt wieder hier davon. Wir packen das jetzt auch mal drei Blöcke nach oben. Hier lassen wir Loch. Ja. Hier können wir auch einen Boden reinziehen wieder. Hier ist wieder eine Bodenebene. Heißt hier auch wieder überhalb dieses Fensters kommt einfach wieder eine Schicht rein. Und dann könnt ihr das hier einfach so zuzimmern. Und lasst dann jeweils in der Mitte. Also überall hier in der Mitte im Loch. Hier kommt ein Doppelloch hin, weil wir hier die Tür reinbauen. Ja. Genau. Die Säulen bleiben so von der Höhe her. Was jetzt noch kommt, ist wieder der gemeißelte Stein darauf zu bauen. Zwar da, da, da und da. Ja, und dann ist es eigentlich auch schon mal so, ihr seht von der Höhe her, passt es soweit. Ja, das ist so grundlegend schon mal gemacht. Gut, genau, was wir jetzt machen, da muss ich gleich mal ein bisschen spicken gehen. Also eine Sache, die wir noch machen können, ist, wir bauen jetzt mal noch hier diese Vierer-Dinger hin. Dann haben wir schon mal eine ganz gute Richtung. Das heißt, hier auf dieser Reihe baut ihr jeweils vier von diesen gemeißelten Steinen hin. Das hilft uns dann später und wir können das hier unten runter auch machen. Ja, das hilft uns so ein bisschen die Orientierung zu behalten und es trennt quasi die Stockwerke. Ja, unten ein Stockwerk hier oben und dann oben kommt da nichts mehr hin, aber so können wir das schon mal so ein bisschen voneinander abgrenzen. Das kommt hier auch hin und hier auf der Seite dann auch. Das kann man hier vorne, glaube ich, aber nicht, oder? Hier ist, nee, genau, hier ist es nicht gemacht. Könnte man aber hier auch machen, wenn man will. Ja, muss man überlegen, man könnte hier jetzt genauso gut auch noch sowas reinbauen. Ist Geschmackssache. Gut, jetzt würde ich sagen, bauen wir einfach mal irgendeine Fassade da hinten hoch. Ja, ob es jetzt genauso wird wie da drüben, weiß ich jetzt nicht, aber wir bauen einfach mal eine. Wir nehmen jetzt hier diese Reihe, bauen hier ein paar Walls drauf. Hier kommen zwei Walls hin. Dann nehmen wir hier normalen Sandstein. Dann brauchen wir noch eine normale Sandstein-Slab. Das wäre die da. Und bauen das dann so hin, dass wir hier die gleiche Höhe, weil wir haben ja hier so ein Fenster geschaffen, das 1,5 Blöcke hoch ist, was eine sehr schöne Höhe ist. Weil ein Stockwerk, das 3 Blöcke hoch ist, braucht kein Fenster, das 2 Blöcke hoch ist. Das heißt, 2 Drittel des Stockwerkes wären ansonsten mit Fenster belegt. Dadurch, dass wir die Slab nutzen, wirkt mir so ein, ja, so ein, das sieht von außen halt nicht mehr so hoch aus, das Fenster. Das ist ganz praktisch. Ja. Das machen wir jetzt hier auch wieder zu nutzen und bauen es dann hier so. Machen wir das hier dann so. Ja, machen es so. Und hier unten können wir dann, ja, und könntet ihr alles Mögliche machen. Ihr könntet auch hier unten so eine Sandschnittstufe reinbauen und könntet hier einen Blumentopf draufstellen. Also das ist ja absolut euch überlassen. Genau, das bauen wir hier. Das gleiche bauen wir auch hier drüben. Ja, das heißt, hier drüben kommt nichts anderes hin als das gleiche wieder auch. Das heißt, auch hier machen wir einfach so. Kommen wir hier Walls hin. Hier oben die glatten Sandsteinelemente. Unten dann einfach so irgendwas reinbauen und dann, wie gesagt, hier könnt ihr freilassen, könnt ihr was hinbauen, ihr könnt die nehmen, ich würde eher wahrscheinlich die hier nehmen, was draufstellen, wenn ihr wollt. Ach genau, und hier oben natürlich noch die Halbierungen nicht vergessen. Auch das gleiche wie hier könnte man theoretisch gesehen hier bauen, hier kommt aber eine Tür rein, ja, das heißt, hier machen wir es ein bisschen anders, hier kommen zwei glatte Sandsteinelemente hier hin und dann bauen wir hier jeweils solche Walls nach oben, die sind aber nur zwei Blöcke, ja genau, zwei Blöcke nach oben kommen glatte hin, richtig. Richtig, oben dann auch wieder glatt und hier dann wieder von dem normalen Sandstein rein. Hier ein Slab machen oder nicht, ist auch ganz so cool. Euch überlassen. Ich habe es nicht gemacht, ich würde es glaube ich machen. Hier lässt ihr ein Loch, Tür rein, wieder die Truppenmonstür. Zack, der ist drin. Und genau, da drüben kommt einfach so ein. Mal gucken, mal, ich muss mal ab und zu mal ein bisschen spicken. Ah ne, das habe ich so gemacht, das ist sogar. Siehste, haben wir hier, genau, wir nehmen den glatten und dann bauen wir hier einfach so ein. Nach oben und wir hin den glatten und fahren das hier sofort. Ja, sollte so stimmen, denke ich. Ja, ne, einen Block habe ich vergessen. Da fehlt noch ein glatter Sandstein. Da, genau, hier noch ein Slab rein. Aber das ist dann auch nicht richtig hier. Ah, ich verstehe. Verstehe. Alles klar. Logisch. Wir knüpfen hier an dem Design an. Ist ja auch logisch. Gibt auch viel mehr Sinn so rum als andersrum. Auch hier wieder das gleiche. Man könnte hier ein Fenster reinbauen. Ich würde es oft nicht machen. Es ist auch nicht so schön, wenn man hier so Doppeleckfenster hat. Man kann aber hier ein Fenster genauso gut reinmachen. Ja, das ist kein Problem. Einfach ein Loch reinbauen. Genauso gut kann man aber auch sagen, auch hier macht man irgendwas hin, stellt da eine Blume rein oder so. Alles möglich, ja. Nichts ist unmöglich, was das betrifft. Jetzt machen wir oben ein bisschen was Einfaches. Bauen hier oben so zu Sandsteintreppen. Hier glatt, machen dann hier oben zwei Walls rein und dann kommen hier links und rechts so Sandsteintreppen hin. Ja, darf nur so ein kleiner Bogen da reinbauen. Und das Design führen wir jetzt hier links, hier drüben einfach weiter. Ja, das heißt, wir bauen auch hier, theoretisch gesehen, hier links und rechts solche Blöcke hin, machen hier die Bögen rein und hier unten dann einfach so. Na, mal gucken, das habe ich hier auch so. Ne, ich habe es umgekehrt gemacht, ich habe es hier sogar so gemacht. Ja.
Aber auch da, ihr seht, es spielt oft keine allzu große Rolle, welcher Block jetzt genau wo sitzt. Oben kommen einfach wieder deutsche Treppen rein. Und hier auch. Und hier oben dann eine glatte Wand rein. Das, was wir hier jetzt gebaut haben, kann man theoretisch gesehen da auch bauen. Machen wir aber nicht. Ja? Wir machen das ein bisschen anders, denn wir haben jetzt hier nur ein Fenster drin in der Mitte. Das ist ganz praktisch, weil dann stößen wir nämlich hier, das, was ich erwähnt habe, nicht in der Ecke. Also wir haben jetzt hier keine Ecke, also nicht so. Ja, sondern es ist ein Stück versetzt, das macht einiges aus. Und dann macht das ja auch zu. Und hier haben wir eine etwas andere Wand. Ihr seht, die ist ein bisschen die Säulen sitzen quasi versetzt. Das ist aber vollkommen okay, aber vom Grundding her ist es fast das gleiche. Nur, dass wir hier unten wieder die Fenster wieder abschneiden und halbieren. Ja? Das heißt, auch hier gehen wir wieder rüber. Oder wir können es eigentlich hier bauen, dann können wir es direkt spiegeln. Ja? Wir bauen hier drei von den Dingern hin. Wir nehmen hier wieder diese glatten Sandsteintreppen. Bauen hier eine Säule hin, da zwei übereinander und dann kommen hier zwei Treppen hin, nee, so rum zwei Treppen hin, ne? Ja, dass dann hier die hinkommen und dann kommen hier oben drauf die hier, ja, und genau, einfach so dann weitergebaut mit denen hier, dass das so zu ist, ne? Das ist eigentlich schon. Und was wir hier jetzt noch machen können, ist, wir können hier mal nochmal die Säulen hier hinsetzen und was können wir haben, jo, einfach hier so, klar, auch logisch, setzt einfach hier so zwei Treppen hin. In der Mitte nehmt ihr die glatten, baut ihr so und hier oben dann einfach so drauf. Ne? Auch nichts Kompliziertes. Das können wir hier drüben auch machen. Wir nehmen, so docken hier die Treppe an, wieder einen Übergang kriegt und bauen hier dann so glatte hin. Ihr könntet auch das frequentierter hier machen. Ihr könntet die so platzieren, dass es, ne, also so ist. Ich habe es jetzt so gemacht, weil ich es so ein bisschen schöner finde. Macht, wie ihr wollt. Ja? Genau, was wir jetzt schon sehen ist, wir können dann auch hier tatsächlich jetzt alles hoch. Ja, wir können hier hoch, wir können hier hoch. Ach, hier habe ich auch noch ein Stück vergessen. Fällt mir drauf. Ja, hier müsste natürlich noch ein Block hin, hier müsste noch eine Treppe hin, dann müsste hier wahrscheinlich eine Wall hin, ich weiß gar nicht, ist das so da drüben? Ne, hier ist eine Treppe, so ist es gemacht. Ja. Und hier ist natürlich auch noch eine Wand, darf man nicht vergessen. Hier kommt eine Tür wieder rein, hier muss man hier auch reinkommen. Kommen hier wieder zwei Walls übereinander, war das so rum? Ne, andersrum, so rum. Auch Sinn. Und dann machen wir hier einfach mal, was haben wir hier drüben genommen? Ach, da haben wir noch Schwerte gebaut, das haben wir hier. Haben wir, genau. Man muss immer gucken, dass man einfach das Design so ein bisschen beibehält, dass das irgendwie so ein bisschen passt. Aber auch da, Kleinigkeiten machen da jetzt kein riesen Ding draus, ja. Das ist nicht so entscheidend. Und dann hier auch wieder nur mit denen weiter, genau. Das haben wir überall gemacht, das können wir eigentlich auch schon mal reinziehen. Hier können wir das auch schon mal so bauen und so machen. Hier die Dinger rein, hier die Walls wieder hin. Dann hatten wir hier, glaube ich, so müsste das gewesen sein. Hat mich alles täuscht. Guck nochmal kurz nach. Ja, genau. Oder? Nee. Ah, ich sehe sogar, ich habe es da drüben ganz anders gemacht. Ich habe hier drüben sogar so gebaut. Es gibt verschiedene, also muss man auch so machen. Genau. Ich fand es jetzt so aber auch nicht schlecht. Ich würd's so lassen, wie wir es hier gemacht haben. Guck gleich nochmal, wie es jetzt, was jetzt hier stand. Der Ding ist, hier habe ich es auch so gebaut. Ja, obwohl ich sie sogar abgebaut habe, habe ich es so gemacht. Wie gesagt. Alles recht offen. Genau, jetzt haben wir das haben wir gemacht. Jo, okay. Genau, jetzt können wir hier noch eine Truppenmotion mal kurz noch reinknallen. So, bam. Ihr könnt die Truppenmotion noch innen setzen, dann würde ich aber empfehlen, hier noch so eine kleine Sandsteintreppe reinzubauen, dass es ein bisschen schöner ist. Genau, und jetzt bauen wir eigentlich noch das hier oben. Das ist ganz einfach, wir bauen hier oben 1, 2, 3 glatte Sandstein-Element immer auf dieses etwas porösere Material, könnt ihr das mit draufsetzen. Kommen hier jeweils zwei Säulen hoch. Hier macht ihr nur die Säulen, hier braucht ihr die glatten Sandstein-Elemente nicht. Ja, Säule, 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 Säule. Hier kommt natürlich auch wieder ein Fenster rein. Und genau, dann haben wir hier oben nämlich wieder schön von unserem gemeißelten Sandstein und von unserem, bauen wir nochmal, oben kommt dann das da wieder rein. Ne, hier oben kommt sogar, Entschuldigung, hier oben kommt so. Genau, hier oben bauen wir zwei Blöcke hin. Also können wir schon mal so machen. Einfach so zwei Slabs übereinander. Und hier wieder, wo ist der gemeißelte? Der muss da rein. So. So. Und dann kommt hier, so rum. Wieder so eine Treppe rein. Und unter die Treppe kommt jetzt eine glatte Sandsteintreppe. So. Es ist halt, wie gesagt, ihr braucht eigentlich nur eines dieser Elemente zu bauen und dann wisst ihr, wie es geht. Und dann baut ihr es hier rüber und rüber. Ja, das ist eigentlich nicht so kompliziert. Jetzt brauchen wir hier. Passt hier solche Treppen, solche Walls würde ich sagen. Hier solche Slabs wieder drauf, den glatten, oben drauf gesetzt. Und jetzt können wir auch überlegen, also ich habe jetzt hier von dieser Keramik genommen, habe mich da drüben ein bisschen inspiriert quasi. Wir brauchen jetzt Keramik und wir brauchen auch vor allem das hier, ja. Und dann setzen wir schon mal hier an den Ecken an und bauen hier unsere
Treppen hin. Hier oben, das können wir dann so zubauen. Das heißt, wir haben hier oben tatsächlich auch ein etwas, also in dem Raum hier oben, eine etwas höhere Decke als unten, oder? Die ist, glaube ich, gleich hoch. Deshalb machen wir das so. Ja, stimmt. Hier unten ist die auch drei Blöcke hoch. Kurz nachgucken, bevor ich jetzt hier Schmur erzähle. Ja, genau, ist auch drei Blöcke hoch. Wirkt nur höher wegen dem Fenster. Genau, dann kommen hier in die Ecken, kommen dann überall diese Keramikblöcke hin. Deshalb sind hier auch die Walls, dass man das hier noch vorbei sieht. Wenn wir jetzt hier was anderes hätten, dann könnte man da nicht so gut vorbeigucken, also an den Walls. Ne? Auch logisch, denke ich. Hier kommt Blumentöpfe drauf, vier Stück. Hier kommen dann jeweils einfach Slabs hin. Da kann man die wieder nehmen. Und in die Mitte dann einfach wieder eine Wall, dass es so eine kleine Spitze gibt. Ne? Hier in die Ecken auch nochmal von den normalen Sandsteinen Slabs noch welche rein. Gut, hier fehlt natürlich auch noch ein Dings, das kann man sich aber auch denken. Das heißt, auch hier setzen wir auch wieder an und bauen dann hier das Ganze so rüber. Ne? Okay, das ist eigentlich schon das Gebäude. Und ihr seht, das ist das gleiche Ding, ja, das gleiche Gebäude. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ihr könnt hier, wie gesagt, viel variieren und viel auch weglassen oder hinzufügen, wenn ihr wollt. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß mit dem Gebäude haben werdet. Ja, hoffe, dass es auch, es war ein bisschen chaotisch, gibt es so ein bisschen chaotisch was, aber es sollte nachbaubar sein. Ja, ihr könnt ja auch tausendmal zurückspulen, die Sachen nicht mal angucken. Genau, wenn ihr natürlich Fragen habt, trotzdem noch irgendwie zu irgendwas, dann könnt ihr gerne mir in die Kommentare schreiben. Falls ihr Wünsche, Vorschläge oder weitere Ideen zu Gebäuden habt, dann postet es auch ganz gerne mal in die Kommentare. Ich habe überlegt, dass man vielleicht so zu verschiedenen Gebäuden, also so verschiedenen Biomarten, besser gesagt, einfach mal verschiedene Gebäudearten macht. Wüste, vielleicht machen wir noch Sumpf oder sowas. Sumpf, Schneegebiet etc. pp. Könnte man noch ein paar Gebäude bauen und machen und hoffe auf jeden Fall, dass ihr bis dahin weiterhin dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bleibt mir auf jeden Fall gewogen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dahin und ciao.